Es gibt einen neuen Funfairblog Merch Shop. Warum, weshalb, wieso ich das gemacht habe, erfahrt ihr hier in diesem Video. Und welche Artikel unter anderem auf euch warten, erfahrt ihr natürlich ebenfalls hier. Also bis gleich und Abschuss-Looping, jawoll! Willkommen zurück und herzlich willkommen im neuen Funfairblog Merch Shop. Unfassbar, oder? Ja, das Wichtigste zuerst, wie erreicht ihr diesen Shop? Einfach unter unfassbaroder.com oder über die altbekannte URL shop.funfairblog.com. Dort erreicht ihr auch demnächst diesen Shop, aufgrund dessen, weil ich den Spreadshirt-Shop bald einstellen werde. Ja, warum mache ich das? Warum schließe ich den Spreadshirt-Shop? Vorab, ich bin nach wie vor mit der Qualität sehr zufrieden mit Spreadshirt, also daran liegt es nicht. Aber ich fand es immer so ein bisschen unpersönlich. Das heißt, wenn ihr, also die Community, dort bestellt habt, dann habe ich damit an sich gar nichts zu tun, sondern die Bestellung wurde von Spreadshirt komplett abgewickelt, erledigt und verschickt. Und ich möchte an sich ja lieber die Pakete selber packen. Hört sich doof an, ne? Selber packen. Ich möchte auch nicht herstellergebunden sein. Das heißt, ich möchte auch mal neue Merch-Produkte ausprobieren, die in den Shop einfliegen. Ja, ich finde das einfach besser. Und ich hatte an sich schon vor knapp einem Jahr die Idee, einen eigenen Webshop hier zu kreieren, aber ich habe die Kosten unterschätzt, weil damals habe ich angefragt und für, ja, ich sag mal, neun Produkte wollte ich mit so als Start mit einfliegen, und das hat alles knapp, ja, was waren das, knapp 500 Euro gekostet. Das hat, ja, und da habe ich dann gesagt, ja, nee, dann lass mal. Ich habe da jetzt nach und nach ein bisschen gespart und ja, habe dann den Shop erstellt, aber ich habe auch da noch was vergessen, und zwar diesen ganzen rechtlichen Kram, den man da auch noch mit einfliegen muss. Ja, wie Impressum, Datenschutzzahlung, Versand, Widerrufsrecht und. Also wenn du in Deutschland ein paar kleine Artikelchen verkaufen willst, es ist so viel Arbeit, das glaubt man gar nicht. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das wahrscheinlich gelassen, aber nur habe ich mich da durchgequält und ich hatte da auch Unterstützung, weil sonst hätte ich das überhaupt nicht geschafft. Also es ist echt krass, was man da alles beachten muss. Deswegen war es jetzt auch ein bisschen ruhig auf Funfairblog die letzten Tage, weil ich mich um den Shop hier gekümmert habe, aber nun gerade wieder Afia, nun haben wir es geschafft. Und nun wollte ich euch einfach mal zeigen, wie man hier bestellt. Das ist eigentlich ganz easy. Ja, ihr habt hier einmal die Produkte zum Beispiel. Wenn ich dort draufklicke, dann findet ihr eben hier verschiedene Kategorien, also Aufkleber, Buttons, Flaschenöffner, Taschen, Beutel, Magnete, Kleidung und Tassen gibt es aktuell von Funfairblog. Wie gesagt, schaut gerne mal öfters rein, weil nach und nach kommen neue Produkte hinzu, die ich dann mal ausprobieren möchte. Oder wenn ihr Ideen habt, dann schreibt mal einfach auf über lars@funfairblog.com. Findet ihr ja auch hier oben die E-Mail-Adresse. Und dann gucke ich mal, ob ich gegebenenfalls euren Wunsch in die Realität... Oh, es geht schon wieder das Telefon. Ich werd verrückt. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Lassen wir das einfach klingeln. Und genau, wo war ich? Ja, genau. Also wie gesagt, wenn ihr neue Ideen habt, dann schreibt mir gerne. Ich wollte euch das einfach mal zeigen, wie man hier bestellt. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, hier den Aufkleber, dann findet ihr, wenn ihr mit der Maus rüber geht, hier könnt man zum Beispiel das Bild auch vergrößern. Hier findet ihr natürlich noch weitere Fotos von dem Produkt. Dann könnt ihr eben hier die Anzahl festlegen, ob 2, 3, ich lasse es mal auf 2. Der Artikel ist auf Lager, das heißt, der Artikel ist hier bei mir tatsächlich. Und Lieferzeit 1 bis 3 Tage, ich verschicke also auch relativ schnell, wenn der Artikel dort ist. Und dann geht ihr auf in den Warenkorb. So, dann könnt ihr hier schon den Warenkorb euch anschauen, beziehungsweise auch hier oben rechts. Ich habe schon ein paar Artikel mit in den Warenkorb reingelegt, das habe ich schon mal vorbereitet. Und, hier seht ihr natürlich nochmal eine Beschreibung des der Artikel. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch irgendwie ein T-Shirt dazu. Das habe ich auch erst neu kreiert. Ein Premium-T-Shirt. Ist übrigens auch gleicher Preis wie auf Spreadshirt, aber noch bessere Qualität, weil hier ist nicht nur die Vorderseite bedruckt, sondern auch die Rückseite, kann man hier sehen, und ist ein stärkerer Stoff. Also hier haben wir 180 Gramm ist die Stärke,
und bei, ist natürlich auch ein Marken-T-Shirt, ne? Und auf Spreadshirt waren das 150 Gramm für das Premium-T-Shirt, hier kann man sehen, also auch 21,49. Und da war nur die Vorderseite bedruckt, aber nicht die Rückseite. Ja, und das hat mich alles so ein bisschen genervt. Und das hab ich jetzt hier einen Hersteller gefunden, das nach meiner Zufriedenheit herstellt und auch sehr gute Qualität. Und dann könnt ihr eben hier Größe auswählen. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier mal sage, Frau Größe L. Hier ist die Lieferzeit länger, also 10 bis 14 Tage. Das hat natürlich einen Grund, weil ich kann mir jetzt nicht von diesem T-Shirt alle verfügbaren Größen hier bei mir hinlegen. Und das wäre einfach zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Deswegen mache ich da dann immer Sammelbestellungen und deswegen dauert das auch etwas länger. Aber manchmal sind auch, wie jetzt zum Beispiel hier, Herren Größe M. Das ist hier auf Lager und dann ist die Lieferzeit natürlich kürzer mit 1 bis 3 Tagen und dann ab damit in den Warenkorb. So, genau. Wenn ich jetzt mal hier auf Warenkorb gehe, hier kann man sehen, dann habt ihr hier nochmal eine Zusammenfassung. Hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, einen Gutscheincode einzugeben, wenn ihr einen habt. Im Grunde genommen, wenn ihr Funfair-Block-Spender seid, dann bekommt ihr nämlich in unregelmäßigen Abständen Gutscheincodes zugeschickt per E-Mail oder über Patreon. Und dann spart ihr noch ein bisschen was. So, dann sehen wir hier Zwischensumme, Versandkosten und die Endsumme. Genau. So, dann könnt ihr hier auch nochmal im Warenkorb beispielsweise Artikel die Anzahl verändern oder ihr sagt hier komplett Produkt entfernen. Also hier könnt ihr euren Warenkorb auch bearbeiten. Dann geht ihr zur Kasse und hier habt ihr eben die Möglichkeit, wenn ihr schon mal im Shop bestellt habt und euch registriert habt, könnt ihr euch hier mit eurer E-Mail-Adresse anmelden und eurem Kennwort. Oder falls ihr das erste Mal hier seid, könnt ihr hier als Gast fortfahren und ihr könnt euch dann auch während des Bestellprozesses registrieren, wenn ihr möchtet. Müsst ihr aber nicht. Also ihr könnt auch ganz normal als Gast bestellen. Ist aber hier auch nochmal beschrieben. Ich mache jetzt als Gast fortfahren. So, dann würde ich jetzt hier, klar, Herr Lars Müller. Was nehmen wir? Plöner Straße nehmen wir diesmal. 78 Postleitzahl, so Lübeck. So, dann kann ich hier das Land auswählen, E-Mail-Adresse eingeben. Ups, was? @funfairblog.com. So, und dann könnt ihr euch, wenn ihr euch registrieren möchtet, dann könnt ihr hier ein Häkchen setzen, könnt ihr ein Kennwort hinterlegen. Und falls ihr eine andere Lieferadresse haben möchtet oder habt, einfach hier abweichende Adresse für Lieferungen angeben, hier eure Lieferadresse eintippen und dann letztendlich auch weiterklicken. Oder wenn ihr eure Sendung an eine DHL-Packstation liefern lassen möchtet, weil ich versende ausschließlich mit der Deutschen Post bzw. mit DHL, dann einfach hier eure Post-ID-Nummer eingeben, also eure Postnummer, und unter Zeile 2 einfach die Packstationsnummer, also Packstation, keine Ahnung, 1 und 2, dann die Postleitzahl dazu, Ort und hier natürlich nochmal oben euren Vor- und Nachnamen. Und dann wird das Ganze auch an eine Packstation geliefert. Genau. Also ganz easy. Steht aber auch hier oben nochmal in der Übersicht hier, ne? Da habe ich das auch nochmal hinterlegt. So, dann geht ihr auf Weiter und dann landet ihr schon bei der Versandmethode. Das heißt, es gibt eigentlich nur eine Auswahl. Standardzustellung, ich habe ja jetzt ausgewählt Zustellung in Deutschland. Versand erfolgt über die Deutsche Post. DHL wäre 4,99. Kann ich euch auch nochmal erklären. Oder ich zeige euch das gleich nochmal, mit wie hoch die Versandkosten immer sind. So, dann geht ihr hier auf Weiter. Könnt Zahlungsart auswählen. Ihr habt eben aktuell die Möglichkeit, entweder per Überweisung, per Vorkasse zu bezahlen. Die Kontodaten seht ihr hier. Im Verwendungszweck dann einfach eure Auftragsnummer angeben. Die bekommt ihr am Ende der Bestellung. Wenn ihr die Bestellung durchgeführt habt, bekommt ihr das auch per E-Mail-Nummer zugeschickt.
oder ihr könnt über PayPal bezahlen, also wenn ihr ein PayPal-Konto habt, oder alternativ geht auch noch PayPal Plus. Das heißt, dort kann man, wie das hier schon hinterlegt ist, auch per PayPal bezahlen, wenn ihr kein PayPal-Konto habt. Oder per Kreditkarte könnt ihr hier zahlen, Visa, Mastercard, American Express oder auch per SEPA-Lastschriftverfahren würde auch gehen. So, ich mache jetzt hier Vorkasse Überweisung und dann gehe ich hier auf Weiter. So, dann habt ihr hier nochmal die Möglichkeit, die Bestellung zu prüfen, also Rechnungsadresse, Lieferadresse, könnt ihr dann auch sonst hier nochmal ändern, wenn ihr das möchtet. Allgemeine Geschäftsbedingungen müsst ihr natürlich akzeptieren. Und dann seht ihr hier nochmal eine Zusammenfassung, habt hier nochmal die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlegen, wenn ihr mir noch irgendwas mitteilen möchtet. Und dann drückt ihr letztendlich hier auf Kaufen und dann ist die Bestellung abgeschlossen. So, ihr bekommt dann auch eine E-Mail zugeschickt, also eine Rechnung und ja, im PDF-Bereich auch die ganzen, was man immer machen muss, Datenschutzerklärung bekommt ihr zugeschickt, wie sich das gehört, als auch allgemeine Geschäftsbedingungen, Widerrufsrecht habt ihr natürlich, 14-tägiges. Das seht ihr aber auch hier nochmal, wenn ich jetzt hier raufgehe, da seht ihr eben das Widerrufsrecht, das muss alles hinterlegt werden. Geschäftsbedingungen, Assiste, Zahlung und Versand kann ich euch nochmal zeigen. Genau, also hier seht ihr die Angaben zu den Versandkosten, wie ich das gestaffelt habe. Bis zu einem Warenwert von 10 Euro werden 3,99 Euro fällig. Ab einem Warenwert von 10,01 Euro sind die Versandkosten pauschal 4,99 Euro. Und ab einem Warenwert von 75 Euro oder ab 75 Euro entfallen die Versandkosten. Da ist denn der Versand frei. Lieferung ins Ausland habe ich hier nochmal hinterlegt, also in sämtliche Länder, die jetzt hier aufgelistet sind, sind die pauschalen Versandkosten liegen bei 11,99 und Versand in die Schweiz wäre 16,99, weil kein EU-Land und von daher ist das auch teurer. Ja, die, wie gesagt, ich versende ausschließlich über die Deutsche Post bzw. DHL. Inklusive Online-Sendungsverfolgung. Das heißt, ihr bekommt dann auch eine E-Mail von mir zugeschickt, wenn eure Sendung unterwegs ist und ihr könnt euer Paket online verfolgen. Hat auch den Vorteil, dass die Sendungen dann versichert sind. Das heißt, falls irgendwas verloren geht oder sonst irgendwie was, wird das Ganze ersetzt. Deswegen nehme ich auch da nicht die günstigste Versandlösung, weil ich habe damals so viel Ärger gehabt, wenn ich was mit Großbrief verschickt habe und dann kam das nicht an und ist verloren gegangen und oh, da habe ich keinen Bock drauf. Also von daher, die paar Euro mehr da, also ich weiß gar nicht, Großbrief kostet jetzt, was kostet das jetzt? 1,50, 1,60 oder was? Keine Ahnung. Und hier wird, also diese Sendungen werden auch mit Priorität verschickt, also in der Regel kommen die Sendungen auch schneller an. Also von daher habe ich mich dafür entschieden. Genau. So, gibt's sonst noch irgendwie was, was ich sagen wollte? Ja, stöbert gerne mal rum, wenn ihr Bock habt. Würde mich freuen. Und habe ich irgendwas vergessen? Bestimmt, ne? Ach, keine Ahnung, ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ist auch egal. Also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann postet das einfach unten in die Kommentare unter dem Video. Oder schreibt mir, wie gesagt, eine E-Mail an lars@funfairblog.com. Das findet ihr hier oben alles. Wie gesagt, die Bestellung, die Bestellabwicklung ist auch komplett SSL verschlüsselt. Das seht ihr auch hier an diesem Schloss, was man hier dann findet. Ne? Ist ja auch, meine ich sogar auch vorgeschrieben, dass das verschlüsselt sein muss. Ja, ich hoffe, ihr freut euch und es sind vielleicht einige Artikel dabei, wo ihr sagt, Mensch, cool, würde mich freuen, wenn ihr da was bestellt und weil wie gesagt, ich habe das komplett unterschätzt, diese ganze, diesen Webshop zu erstellen. Es hat lange gedauert, aber jetzt ist es soweit und ja, sind wir mal gespannt. Gut, das soll es erstmal von mir gewesen sein. Dann würde ich euch sagen, ja, oder ich sage einfach mal Feuer frei mit den ganzen Bestellungen und Abschuss, jawoll, Looping, macht's gut, ciao.